Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir sind die Benny und an meiner Seite wie immer die Nicke. Heute haben wir einen Kurztest für euch und zwar hat die Nicke das DLC von Returnal angespielt und das heißt Ascension. So sieht's nämlich aus. Die Plattform wisst ihr wahrscheinlich alle schon, denn es ist ähnlich wie auch beim Original Returnal-Spiel die PlayStation 5. Und wenn ihr dazu einen Test sehen wollt, könnt ihr hier oben schauen, denn das haben wir schon ausführlicher getestet. Genau, und wenn ihr ein paar Tipps braucht, wenn ihr ganz neu in das Returnal-Universum hineingestolpert seid, findet ihr auch da oben in der Ecke ein kleines Video. Die haben mir am Anfang sehr geholfen, diese Tipps. Ja, Tipps sind immer gut. Gerade am Anfang ist es manchmal nicht verkehrt, wenn man sich ein paar Tipps anguckt. Ich mache es viel zu selten, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich bin immer so, ich will es schaffen, ich schaff's schon. Und irgendwann gucke ich dann und denke, ach, hättest du mal vorher geguckt, das hätte dir durchaus geholfen. Gut. Was hat das gute DLC gekostet? Das ist immer eine wichtige Frage. Nichts. Komplett kostenlos. Es ist, jeder kann, der Returnal gespielt hat, kann es sich tatsächlich laden. Es sind 18 GB gewesen, also es war schon recht groß. Ja, das ist echt groß. Ja. Und ja, kostenlos. Das ist cool, ja. Kostenlose DLCs sind super. An alle Spielehersteller, die uns natürlich heimlich verfolgen, macht kostenlose DLCs. Die Spieler lieben es und die werden euch dafür danken. Dann kommen wir mal zur Länge. Ich weiß nicht, ob du da schon allzu viel sagen kannst dazu. Also ich habe 2 Stunden nur reingeschaut in das Spiel, gehe aber stark davon aus, dass sich jetzt nicht mehr so viel ändern wird, weil wir da beim Gameplay und bei der Story nochmal drauf eingehen, ganz kurz. Also wie gesagt, 2 Stunden, aber ich denke, das ist schon ein recht guter Überblick. Sehr gut. Dann kommen wir auch direkt zur Story. Das Interessante bei diesem DLC ist, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Also ihr habt ja bei dem DLC, kam ja der Koop-Modus mit rein und der Turm des Sisyphus. Der Turm des Sisyphus ist ja einfach so auf Atropos erschienen und euer Ziel ist es, aufgrund des weißen Schattens diesen Turm zu erklimmen. Und während des Erklimmens des Turmes habt ihr auch Zwischensequenzen. Ihr hattet ja im Hauptspiel die Sequenzen im Haus, in ihrem praktisch Zuhause und konntet da vieles erfahren über ihr Leben, was passiert ist und sowas. Und das habt ihr im Turm des Sisyphus auch. Immer wenn ihr einen Endgegner geschafft habt, könnt ihr zurück in den Anfang des Turmes, also ihr werdet, wenn ihr sterbt, praktisch immer wieder in den Anfang des Turmes, in die erste Halle hineintransferiert, nicht mehr in die überwucherten Ruinen oder so. Und da steht ein Krankenhausbett. Und ihr müsst mit diesem Krankenhausbett interagieren und könnt dann da frei im Krankenhaus erkunden, also immer storymäßig, was so in diesem Krankenhaus passiert ist und erfahrt so mehr über Celine, ihre Vergangenheit praktisch. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich echt nicht damit gerechnet habe, dass dieses DLC so extrem ausgearbeitet ist. Und ja, es ist mir halt einfach ein Rätsel, wie sie es komplett kostenlos anbieten können. Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, es ist vielleicht damit zu erklären, dass das Spiel relativ viele eingespielt hat und die das eventuell so auf die Hinterhand hatten. Mhm. Ich weiß nicht, ob die schon vorher, ich glaube irgendwie nicht, dass die das dann schnell entwickelt haben. Jetzt kann natürlich auch sein, dass die das so, die Entwickler unbedingt weitermachen wollten und was reinpushen wollten. Ich weiß es nicht, wie die dazu kommen, DLC zu entwickeln, aber theoretisch. Ja. Gibt schon kostenlose. Früher gab es das ja oft, da war es ja gang und gäbe, dass die kostenlos waren. Ja, aber gerade heutzutage ist es echt eine Besonderheit, wenn das Kostenloses kommt. Und das ist aber immer cool. So, ja. Ich mag das. Ich glaube, jeder mag das. Ja, jeder mag das. Ja, es ist einfach so, man denkt so, danke, ihr gebt mir was zurück. Ihr nehmt nicht nur. Gut, dann kommen wir jetzt zur Spielmechanik. Wie ist die Spielmechanik? Gab es Änderungen zum Grundspiel? Also grundsätzlich kann ich erstmal nichts zum Koop-Modus sagen, weil ich niemand bin, der gerne Koop spielt. Ich spiele das gerne allein. Und da ist es aber so, an sich ist das Spiel, oder das Spielprinzip, die Spielmechanik ist die komplett selbe. Bloß dadurch, dass ihr den Turm nach oben steigt, ist es natürlich was anderes. Im Hauptspiel hatte man so Bereichssperrung, würde ich jetzt sagen, wo ein kleiner Endgegner mit drin war und so, man meistens ganz gerade am Anfang immer abgekratzt ist. Aber hier ist es so, ihr steigt Etagen. Und in diesen Etagen ist immer so ein, ja, wie so ein Portal, würde ich sagen. Und sobald ihr in eine Etage erreicht, kommen Gegner
Und sobald ihr alle umgebracht habt, müsst ihr ganz schnell zu diesem Portal rennen, weil es geht natürlich auch um Punkte. Und dann werdet ihr ins nächste Areal praktisch transferiert. Das Coole daran ist aber, dass ihr nicht in jeder Etage Gegner habt, sondern das Spiel ist echt fair. Es gibt euch nach mehreren Etagen oder auch nach einer Etage starker Gegner, gibt es euch die Möglichkeit, euch in Nebenwege zum Beispiel mit Schlüsseln reinzugehen, wo ihr besondere Items bekommt. Oder ihr kommt in Zwischenebenen, wo ihr auch Obolith sammelt man hier. Obolith sammeln kann, damit man natürlich sich aufpushen kann, die Unversehrtheit zu regenerieren und all sowas. Also das Spiel ist echt fair. Jede Etage hat praktisch 20 oder jede Phase hat 20 Etagen und dann in der 20. Phase kommt ein Endgegner. Das ist der Algos, der Wächter, und der wird euch immer wieder so über den Weg laufen. Das Coole aber an sich ist, dass sie eine neue Waffenart reingebracht haben und die heißt Disgorger. Ich wusste das so richtig gar nicht, was das ist, aber diese Disgorger, die ersetzt praktisch eure Waffe ganz kurz in einer bestimmten Zeit und da habt ihr dann voll den Durchschlag. Also sobald irgendein Geschoss davon, also sie haben auch verschiedene Waffenarten nochmal unter dieser Disgorger drin, einen Gegner berührt, dann zerspringen die praktisch. Oder also beim Endgegner hauen die auch mächtig rein, halt nur für eine bestimmte Zeit und danach habt ihr wieder eure normale Waffe. An sich habt ihr da alles, was ihr braucht. Ihr könnt den Haken benutzen, Lava ist natürlich auch auf dem Boden, da kann man dann auch drüber laufen, wenn man schon dies aus dem Hauptspiel hat. Ihr könnt den Turm des Sisyphus an sich, habe ich gelesen, immer betreten, sobald ihr den Haken freigespielt habt. Und so sieht es eigentlich aus. Was an sich ganz cool ist, weil es noch relativ am Anfang ist, denn den Haken bekommt ihr, glaube ich, in der ersten Hälfte des Spiels, in der dritten Welt war das, glaube ich. Was ihr danach weiter so bekommt, das ist eben halt ein cooles, ist halt cool, was man dann hat, weil dann sind zum Beispiel sowas wie Lavaböden sind dann kein Problem mehr für euch, weil dann könnt ihr drüber laufen an sich, wenn ihr noch nicht so weit gespielt habt, ist es halt doof, weil dann kriegt ihr halt Schaden. Deswegen würde ich sagen, das ist schon so ein DLC, was man ganz am Ende spielt, auch nach dem geheimen Ende. Und ja, aber an sich kann ich wirklich zur Spielmechanik sagen, es ist wie Fahrradfahren. Habt ihr Returnal einmal durchgespielt oder etwas längere Zeit gespielt, dann seid ihr recht schnell wieder drin. Ich habe im Anfang die überwucherten Ruinen immer mal, um wieder klarzukommen, gespielt. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe am 23.10.2021 das letzte Mal Returnal gespielt und bin bei meinem zweiten Anlauf in diesem Turm direkt bis in die dritte Phase gekommen. Also ich habe ich habe 45 Etagen habe ich geschafft, beim zweiten Anlauf schon. Also man spielt sich recht schnell wieder ein, was es auch echt cool macht, um es wieder einzulegen. Ich war auch froh, dass ich es nicht deinstalliert habe von der Platte, weil ich wusste, irgendwas kommt drauf. Ich habe das gefühlt. Ohne es zu wissen, habe ich es gefühlt. Ja, aber es ist echt cool gemacht. Auch von, dass man eben halt dann die, dass man diese Storyabschnitte noch dazwischen hat. Das ist eben halt wie das richtige Spiel, wie das Hauptspiel. Gut, dann kommen wir jetzt zur Grafik. Die hat sich, glaube ich, nicht groß geändert, oder? Die war beim Hauptspiel schon gut. Das Interessante ist aber, ich saß hier davor, ich hatte beim Hauptspiel, ich glaube, wir hatten da noch nicht... Da hatten wir den Fernseher noch nicht. Ich war so geplättet. Ich saß hier, ich hatte es ja im Livestream gespielt. Ich habe gesagt, ey, sah das immer so gut aus. Das war so... Das war der Fernseher. Das war so krass. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie gut dieses Spiel aussieht. Ich meine, ich spiele gerade Nioh, Elden Ring, Shadow Hearts und ich spiele ja einige Spiele auch auf der PS5. Aber keins hat mich tatsächlich, ich meine gut, Ghostwire Tokyo am Anfang hat es mich auch von den Socken gehauen, aber Returnal ist da nochmal eine ganz andere Liga, finde ich. Also wirklich eine ganz andere, auch von dem Gesicht her, von der Celine und sowas und auch vom Spielfluss, da ist halt, dann hakt nichts, da ist Null ist da irgendwie falsch, habe ich das Gefühl. Also wenn es Fehler gab, dann haben die ausgemerzt, aber ich hatte die auch nicht im Hauptspiel. Und also das war nochmal, wenn man einen neuen Fernseher hat, dann sieht es halt nochmal um einiges besser aus. Das heißt auch nicht, dass ihr euch alle einen neuen Fernseher kaufen müsst. Die es sieht immer noch wahrscheinlich gut aus. Ein, aber ja, bei uns war es ja mal Zeit. Ja, übelst, ey. Die sind einfach kaputt gegangen, die alten Fernseher. Dann kommen wir jetzt zur Synchro. Also die Synchro, die war ja damals schon deutsch. Ich gehe stark davon aus, dass sie immer noch deutsch ist, oder? Ja, also sie ist auf jeden Fall immer noch deutsch und immer noch gut.
und hat mich immer noch gewundert. Aufgrund halt des nicht vorhandenen Preises. Sehr gut. Also Synchro, top, haben sie alles gemacht. Musik, hat sich da irgendwas verändert? Oder war es die typische Action, ruhige Kampfmusik und so? Ja, also so starke Musik könnte ich mich jetzt erst gar nicht dran erinnern. Man hat natürlich das, also diese ganz normale Musik bei, oder diese ganz normalen Effekte bei Returnal, würde ich jetzt sagen, sind da auch wieder gegeben. Also da ist jetzt nicht besonders viel anders. Und hast du noch etwas Sonstiges? Ja, tatsächlich. Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, was die auch mit reingebracht haben, was an sich auch beim Hauptspiel dabei war. Und zwar sind das diese, ich weiß nicht Galerien, aber man konnte da immer so Räume finden mit, wie heißt das, projizierten Bewohnern von Atropos oder mit den Empfindungsfähigen. Und das haben die tatsächlich auch wieder mit eingebaut. Also das kann man auch direkt am Anfang mitfinden und da wird auch nochmal über die Story so ein bisschen weiter erzählt und was da überhaupt auf Atropos passiert ist. Also es ist echt... Ach so, Hologramme. Praktisch. Ja, genau, so Hologramme. Ach, so. Und das hat man auch im Hauptspiel immer mal gefunden. In jedem, praktisch in jedem Gebiet gab es sowas, was so die Geschichte erzählt hat. Das ist halt schon sehr cool gemacht. Das Problem daran ist, dass es angefangen hat wie das Ende des Spiels. Ich verstehe es nicht. Es ist mir, ich habe immer noch nichts gelesen darüber, weil das Gameplay so viel Spaß macht. Ich nehme das halt alles mit und finde es voll geil, aber danach sitze ich immer da und denke mir so, was ist gerade passiert? Was ist hier eigentlich gerade los? Ja, ich kann es jedem empfehlen, der Returnal zu Hause hat. Ich kann es sogar jedem empfehlen, der noch nicht Returnal gespielt hat. Es ist echt vom Gameplay her, es ist echt extrem schnell. Und es macht einen Haufen Spaß. Und ich glaube auch, das Hauptspiel kostet keine 80 Euro mehr für damals, wie damals. Selbst wenn es jetzt noch so viel kosten würde, wäre es gerechtfertigt, weil ihr bekommt das DLC gratis dazu. Und ich habe damals im normalen Spiel schon keine Ahnung wie viele Stunden. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass man es gut gebraucht bekommt. Ja. Weil es wurde mit ganz vielen PS5s ausgeliefert. Und deshalb sind bestimmt viele Leute, die es verkauft haben. Viele spielen sich auch durch und verkaufen es dann direkt und so. Das gibt es ja auch. Und ja, deshalb könnte ich mir vorstellen, wenn man bisschen sparen will, können wir es wahrscheinlich auch easy gebraucht bekommen. Deswegen war das auch so eine Überraschung, dass Hausmark tatsächlich ein DLC angekündigt hat. Ich habe das erst gar nicht mitgekriegt so richtig und dann habe ich das nur mit dem Koop gelesen und habe mir gedacht, hä, ist das jetzt ein Story-DLC? Ist das jetzt nur der Koop? Ist das jetzt nur so dieses, weil du hast ja auch jeden Tag Herausforderungen, ist das jetzt nur eine Herausforderung, aber dass das eben halt tatsächlich so ist, da werden sich, also manche, die es verkauft haben, die werden sich bestimmt ein bisschen grämen. Ja, das kann sein. Außerdem hat es nicht gefallen. Oder ja. So. Vielleicht haben manche es auch direkt verkauft und gar nicht gespielt. Das könnte auch sein, ja. Aber das macht man nicht. Das ist nicht ein Blick wert. Also, ja klar, gerade wenn es Neues und was Neues, das war ja auch groß angekündigt mit diesem Nicht-Sterben. Oder Sterben und Tod. Sterben und Tod. Und ja. Es ist halt, das macht es halt da, das ist gut, dass du es ansprichst. Es ist nicht so, dass ihr dann irgendwie, also es ist nicht wie im, also im Hauptspiel ist es ja auch so, dass ihr dann wieder in die erste Welt zurückgeht, aber ihr habt ja dann drei Welten und dann Cut und dann nochmal drei Welten. Und wenn ihr in der, meinetwegen in der fünften Welt oder so sterbt, dann kommt ihr eben halt in die vierte Welt am Anfang zurück. Im Turm des Sisyphus ist es bisher noch nicht so gewesen. Ihr fangt dann wieder ganz von unten an und musst halt ganz hoch. Es gibt kein Speichern, wie auch im Hauptspiel nicht, aber ich glaube, umso schneller, man kommt dann auch umso schneller voran. Ja, ich habe nur eine Frage dazu, und zwar, in diesem Turm, gibt es da irgendwelchen Special-Loot? Also wenn du jetzt sagst, du kommst bis 40 oder so gekommen, und wenn du dann stirbst, hast du dann was du davon mitnimmst, was du dann im Hauptspiel benutzen könntest? Nee, aber du kannst im Turm selbst diese Disgorger freischalten. Da brauchst du aber immer so Schlüssel, und die musst du halt auch finden durch Zufall. Und dann, ich weiß nicht, ob du die dann im Hauptspiel benutzen kannst. Aber es ist auch nicht so, tatsächlich, wenn du im, nehmen wir mal an, du spielst im Hauptspiel erstmal bis zum Ende und dann denkst du dir am Ende auch, ja, jetzt gehe ich mal zum Turm und bist ja voll aufgelevelt, das geht nicht. Also ihr verliert praktisch alles, sobald ihr euch in diesen Turm transferiert, außer das, was ihr gesammelt habt, euer Äther, eure ganzen Verbesserungen am Anzug und sowas. Aber die hatten wir auch, wenn man jetzt im Hauptspiel stirbt. Genau, die hat man, also ihr bekommt praktisch alles in diesem Turm, wenn ihr stirbt, zurück, wie auch, oder habt noch alles wie im Hauptspiel. Diese Anzugerweiterung, dass du halt den Haken hast und sowas, also das auf jeden Fall. Aber alles andere ist halt wirklich weg, wie auch im Hauptspiel auch. Ihr bekommt nur die Disgorger, aber nach den Bossen habt ihr da jetzt nichts Besonderes. Ihr kommt einfach nur die nächste Halle, sag ich mal, rein. Ja, also zumindest ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Gut, dann
stürzt euch ins Abenteuer. Schreibt uns runter, ob ihr es vielleicht schon bezwungen habt oder auch noch dabei seid, es plant zu machen. Ja. Wir freuen uns über jeden Quartal. Ich bin auch noch nicht, also ich weiß noch nicht genau, wie viele Phasen es gibt. Man kann nur diese irgendwelche Hieroglyphen, nee, nicht Hieroglyphen, so Fragmente an den Wänden finden. Und da habe ich 8 bisher gefunden. Und es können ja keine 20 Phasen sein, wenn ich schon 8 gefunden habe, habe ich mir dann überlegt. Deswegen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Jetzt sind wir am Ende. Wirklich. Ja, jetzt sind wir fertig. Also, bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss.